So, während hier jetzt die viertletzte Folge von Black hochlädt, habe ich bemerkt, dass wir, naja, nicht mehr viel Let's Play-Material übrig haben. Achtung. Kurze Pop-Sounds, weil ich gerade mein Mikrofon umgestellt habe. Verzeihung. Also, hätte ich mal gesagt, wir fangen dann die nächsten zwei Let's Plays an. Ich hatte zuerst geplant, drei Let's Plays am Tag, aber dann dachte ich doch, nee, machen wir zwei Let's Plays am Tag. Nee, warte mal, nicht hier Games. Genau. Und dann fangen wir hier gleich mal mit dem ersten an. Oh, ich hätte auch hier draufklicken können. Ja, mein Internet ist vielleicht nicht gerade das schnellste. Und dass wir ein Flash-Game spielen, ist dann auch nicht so vorteilhaft, aber es wird auf jeden Fall passen. Ich gehe auf jeden Fall mal einen doppelten Zoom. Und. Naja. Haben wir hier Fullscreen? Ja, also Fullscreen mache ich nicht. Ich werde das auch nicht ausschneiden. Ihr könnt hier meinen ganzen Browser sehen, aber das ist ja hoffentlich nicht so schlimm. Und das erste, was ich tun werde, ist die Musik leiser stellen. Ja, wie mache ich das? Ach so. Ich kann einfach mein Headset leiser drehen. Na dann, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier schon mal kurz angespielt, oder das, ob es geht. Mach einfach ein New Game, wir haben eh nicht viel gemacht. Ich kann ja auch schön weiterreden, weil hier nicht gesprochen wird, sondern nur geschrieben, glaube ich. Naja, dieses Spiel, wie komme ich auf dieses Spiel? Also, als ich 6, 7 war, da war der einzige Grund für mich ins Internet zu gehen, Flash Games. Weil, naja, gab es damals überhaupt schon YouTube? Ich glaube, da gab es noch nicht mal YouTube, als ich 6, 7 war. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Und auf jeden Fall war das eines der besten Spiele, die ich damals gespielt habe. Und, naja, da dachte ich mir, wieso Let's Play ich das nicht irgendwann mal? Also, die Idee ist noch nicht so alt. Normalerweise nehme ich mir immer vor, ja, das will ich unbedingt noch Let's Play in meinem Leben, aber dieses Spiel hier, naja, das kam mir erst so vor 2 Wochen, die Idee dazu. Oh, ich denke, ich muss vorlesen. Wow, that pizza box transported us to the multigrain fields. Try to find those pizza monsters. Use the arrow keys to walk, spacebar to jump. Hit spacebar mid-air to glide with your head. Also, ich muss das Tool kurz umstellen. So, ich glaube. Ja, genau, man kann mit C auch springen und es ist viel einfacher als mit der Spacebar zu springen. Ja, und dann können wir hier Geld einsammeln, mit dem können wir dann später noch Sachen kaufen. Mit Geld kann man sich Sachen kaufen. Und. Oh, ups, falscher Knopf. Ja, mit Z, also eigentlich Y, können wir schlagen. Bei mir ist es eben Z. Nicht Z, ich meine. Bei mir ist es. Ja, ich habe halt jetzt andere Tastaturlayout, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, ich komme noch ein bisschen mit den Tasten durcheinander. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, da werde ich mich relativ schnell einspielen. Guten Tag. Zack. Ja, und dann kommen wir gleich auch zum ersten Pizzamonster. Und die spucken uns immer mit Käse voll. Ich kann es einmal kurz demonstrieren. Und dann kommen wir eigentlich nur los, wenn wir dann springen. Und wir können halt die Dinger zurückschlagen oder eine Granate auf die werfen. Oder aka Pfefferbombe auf die werfen. Ja, und dann müssen wir die Pizza noch, na, was ist, ausliefern. Wir brauchen die Pizza als Gewicht. Wieso wir das als Gewicht brauchen, sehen wir später noch. Hey, du. Penner. Ja, Pizzas können wir natürlich nicht direkt schlagen. Und nach unten im HUD sehen wir auch noch, wie viel Pizzas wir insgesamt brauchen, also 2. Dann sehen wir noch, wie viel Geld wir momentan haben, wie viel Pfefferbomben wir haben und wie viel Leben wir haben. Es geht natürlich nichts über Monster killen. Naja, das Spiel kann hungrig machen, also würde ich euch raten, es nicht zu schauen, ohne ein bisschen was zu essen oder so dabei zu haben. Oh, falsche Taste. Falsche Taste erneut. Genau. So, und wir sammeln einfach mal das ganze Geld auf. Müssen wir später, glaube ich, nicht machen. Und ihr seht hier, wenn wir hier mit genügend Gewicht drauf gehen, also mit den Pizzas, dann befreien wir den fetten Jungen da. So, der fette Junge ist frei. Und wir bekommen dann immer noch so einen Schlüssel. Thanks for saving me. I'm a Crushida Pepper Salesman. By the way, when you collect coins, bring them to me to buy more pepper bombs. Just come to your pizza parlor and talk to me to buy more pepper.
Only 10 coins per shaker. Nice work back there. I've got some bad news though. I just delivered those pizzas to every room in our building. There'll be pizza monsters everywhere. Our customers are probably trapped in cages too. Go check out all the rooms in the building and free the tenants. Ich kann das Wort nicht. We're counting on you, Papa. Find out who is behind all of this. All of this. All of this. Wie komme ich da rein? Achso, mit Enter. Ja, und jetzt gibt es ja in jedem Raum so ein Level. Naja, Stage 1-1. Auf geht's. Ja, wie lange nehme ich denn schon auf? 6 Minuten. Okay. Verzeihung, dass ich gerade ans Mikrofon gekommen bin. Wie auch immer man den tötet. Oder den hier. Oder den hier. Ja, die roten Kürbisse, die laufen immer so umher. Und irgendwann kommen sie wieder und dann sind sie richtig böse. Lol, das war jetzt nicht so schön. Aber es passt. So. Oh, evil. Ah, oh, das funktioniert nur einmal. Ich drücke wie immer die falsche Taste. Springen wir weiter hoch und weiter hoch und hol hier noch die Pfefferbombe ab. Oh, oh. Ja. Ich weiß nicht, ob der unten das hitten kann. Ja, ich glaube, das kann er. Na egal, nehmen wir die Pizza und springen über ihn. Haha.